Hallo, willkommen bei Conny Canarias. Ja, wir gehen mal eine Runde hier durchs Varadero durch. Wir sind hier in Meloneras. Und gehen mal hier eine Runde durchs Shopping Center. Und dann mal vorne an den Boulevard del Faro, an den Paseo. Ja, ist nicht allzu viel los. Wir haben natürlich auch schönes Wetter. Und klar, Strand ist angesagt. Ab und zu gehe ich mal hier durch, schau mal, ob es irgendwas Neues gibt. Aber im Moment sieht es nicht so aus. So, die haben zugemacht hier. Okay. Mal schauen, was das nächste Mal dann da drin sein wird, wenn ich hier wieder eine Runde gehe. Med Plus Healthcare. Ja, ich nehme an, das gibt auch wieder so eine Art Drogerie. Ja, damit wird hier gutes Geld gemacht. Nicht verwechseln hier auch mit den Apotheken. Das sind keine Apotheken. Viele vertun sich da, denn da steht dann Para Farmacia drauf. Und das ist aber keine Apotheke, also keine Farmacia. Hier gibt es Düfte. Und ansonsten ja, das übliche Parfums, Krusch, Souvenirs. Und hier ist ja der spezielle Laden. Wenn ihr mal einen leckeren Wein braucht, was Besonderes, den bekommt ihr hier im Sublime. Wenn ihr auch mal ein Geschenk braucht, handgemalte Fächer, 30 Euro. Das ist auf jeden Fall dann was Besseres als die Sachen aus dem China-Laden. Also hier, wie gesagt, gibt es guten Wein, auch Zigarren und sowas bekommt ihr hier. Also hier so die etwas spezielleren Sachen. Natürlich nicht nur Wein, auch andere Spirits. Gute Rums, Whisky, solche Sachen. Desigual. Verschiedene Schmuckgeschäfte. Und jetzt sind wir auch schon gleich wieder draußen. Noch ein Brillenladen, der ist auch neu. Moos Fashion. So, und hier vorne sind wir dann schon wieder am Wasser. Hier haben wir den Pinguino. Eis. Vorne um die Ecke rum das K1.
Ja, perfektes Wetterchen haben wir hier. Leichte Brise mit dabei. Richtig schön. Nicht zu heiß. Hier vorne das Thermometer, das ist out of order. Das geht nicht. Ja, schön. Grünblaues Wasser haben wir heute. Immer was Feines. Zementfabrik steht natürlich auch noch. So, und hier neben dem Pinguino das K1. Ist aber auch nicht so viel los hier. Ja, ich sage euch mal was. Ich denke mal, wenn das Personal hier ein bisschen netter wäre, dann wäre da bestimmt auch mehr los. Denn das sind sie gar nicht. Weder in dem einen noch in dem anderen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man nett bedient wird, dann kommt man gerne wieder. Aber wenn nicht, dann suche ich mir ein anderes Plätzchen. Rio Palace Meloneras. Und hier haben wir ein paar Gitarrenklänge dabei. Einfach mal genießen den Moment, bisschen der Musik lauschen, ist auch mal was Feines. So, das hier gehört alles natürlich noch zum Hotel mit dazu, zum Rio Palace Meloneras. Da war ich ja auch schon des Öfteren und habe ein bisschen aufgenommen. Da vorne, das ist ja das Rio Gran Canaria. Ja, das ist so unser schöner kanarischer Himmel.
paar Wölkchen dabei. Unser schönes Blau. Klar, die Leute wissen schon, warum sie immer wieder herkommen. Natürlich. Kleines Paradies hier. So, ich drehe jetzt aber auch dann wieder um. War ein kurzer Spaziergang hier am Boulevard. So, und die Fiesta in San Fernando, die beginnt ja jetzt auch, beziehungsweise ist im Gange, wenn ihr mal nicht wisst, wohin. Schaut sie euch mal an. Es ist halt ein bisschen lauter dort, aber da sind auch verschiedene Vorstellungen an der Plaza, und zwar an der Kirche in San Fernando. Aufführungen, verschiedene Sachen, Musik wird gemacht, Folklore, also da wird es an jedem Tag was anderes geben. Und natürlich jede Menge Karussells für groß und klein. Die Fiesta in San Fernando. Und am 30. ist ja ein wichtiger Tag hier auf den Kanaren. Das ist ja der Dia de Canarias. Ist auch Feiertag, Tag der Kanaren. Und ja, in dieser ganzen Zeit jetzt sind ja auch viele Romerias. Das sind dann so kleine Umzüge. San Fernando gibt es das auch, die dann so durch den alten Dorfkern von San Fernando durchfahren mit ihren Karren, und wird viel Musik gemacht mit ihren Trachten. Also es ist mal was anderes, ist ein bisschen so mitten dabei sein bei den Canarios. Ich denke mal, sowas sollte man sich ruhig mal anschauen. Und ein bisschen die kanarische Stimmung miterleben. Es gibt da auch viele Buden, Fressbuden und zum Trinken natürlich. Man trifft sich dort, ja, und hat einen netten Abend. So würde ich das mal sagen.
So, das war mein kleiner Rundgang hier, mein Spaziergang. Und ich sage dann auch Tschüss, macht's gut, bis bald.